Hi, ich bin Chris. Den Slot habe ich von Judith Andresen geerbt, die leider erkrankt ist. Ich kann Judith nicht vertreten thematisch, aber zumindest kann ich Judith als bekennendes Nordlicht mit passenden Bildern hier ersetzen. Was ist Cloud, ist das Thema des Vortrags. Das heißt, ich möchte ein bisschen was erzählen über Cloud Computing und das Umfeld, in dem man sich beschäftigt, wenn man anfängt, irgendwie mit OpenStack oder anderer Cloud-Software ein bisschen rumzuarbeiten. Dafür müssen wir uns am Anfang ein bisschen mit Hardware beschäftigen. Und das müssen wir unter anderem deswegen, weil viele Leute, die heute Entwickler sind, mit Hardware schon gar nichts mehr zu tun haben, sondern für die besteht Hardware eben aus einem Skript, das irgendwie auf einer EC2-Instanz oder ähnlichen Sachen virtuelle Maschinen hochfährt. Das ist Hardware, die wir heute kaufen können. Das ist in diesem Fall ein Stück HP, eine DL380, zwei Höheneinheiten hoch. Und also so hoch ungefähr. Und das ist eine gute Standardmaschine, wenn man sich irgendwie was zusammenbauen möchte in einem Rechenzentrum, um darauf dann zu spielen. Das Problem ist, dass dieses Stück Hardware zwar ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, man liegt irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Euro, je nachdem, wie viel SSD man da reinstopft, aber dass es für die typische Anwendung viel zu viel Bums hat. Diese Kiste kommt mit zwei Sockets, in denen CPU stecken, die jeweils so 10 bis 12 Kerne haben. Mit Hyper-Threading hat man dann also pro Socket 24 Kerne. Das heißt, man hat hier 48 CPUs, mit denen man spielen kann. Es ist ein Viertel-Terabyte oder vielleicht auch 384 Gigabyte RAM drin. Hier vorne kommen Platten rein. Dann kommt hier so ein Array von Lüftern, dass die Luft da durchbläst in diese Richtung. Die Platten kann man, wenn man langsame Platten nimmt, recht groß machen. Aber wenn Platten größer sind als 3 Terabyte, kriegt man Probleme, wenn sie ausfallen bei der Rekonstruktion der Inhalte, weil es zu lange dauert, die MTTR ist zu lang. Das heißt, man hat hier irgendwie 12 mal 3 Terabyte drin, 48 Terabyte Platte. Da hinten sind onboard schon mal 4 1-Gigabit-Interfaces. Hier kommen Karten rein, da kommt zum Beispiel eine Dual-10-Gig-Karte rein oder ähnliche Geschichten. Und hier hinten kann man dann noch eine Boot-SSD oder ähnliche Geschichten reintun, damit die Karre auch starten kann. Und Netzteil ist dann irgendwo hier. Wenn wir dann Anwendungen darauf fahren, dann ist die Kiste größtenteils unbenutzt, weil wenn man zum Beispiel Java-Zeugs macht, Java irgendwie ungnädig wird, wenn man wesentlich mehr als 8 CPUs wegbrät oder wenn man zu viel RAM wegbrät. Es gibt zwar Java-Anwendungen, die größer werden, Cassandra zum Beispiel, aber die verwalten ihren Speicher dann selbst und nicht mit der Java Garbage Collection. Und bei PHP-App-Servern ist es ganz ähnlich. Da ist es dann nachher so, dass man einfach in einem Apache oder anders wie mehr Prozesse startet, um die Maschine zu füllen. Aber die typische PHP-Anwendung braucht gar nicht so viel Power. Das heißt, man hat hier wieder viel zu viel Rechenleistung in einer einzelnen Kiste. Es bleibt einem also gar keine andere Wahl, als das Ding zu nehmen und es klein zu schneiden und die Stücke dann einzeln zu verkaufen oder einzeln zu verwenden. Das heißt, man nimmt sich seine Hardware-Node, hat dann irgendwelche virtuellen Switches da drauf und hat dann einen Haufen VMs, die man über diesen virtuellen Switch an das eigentliche Netz steckt. Und jede VM bekommt dann ein kleines Stückchen von der Maschine. Und eine so eine Kiste trägt dann zwischen 10 und 20, vielleicht auch 40 Instanzen von irgendwas. Dann kann man natürlich die ganze Anwendung mit einem Load Balancer, mit den App-Servern, mit der Datenbank und auch dem persistenten Speicher auf eine einzelne Kiste tun. Und das verteilt sich recht gut. Wenn diese Kiste dann umfällt, ist man natürlich gleich komplett weg. Das heißt, das ist auch keine so gute Idee. Eigentlich bräuchte man mehrere davon und verteilt seine Anwendung dann über möglichst viele Kisten, damit, wenn was umfällt, nur ein kleiner Teil damit umfällt. Der Punkt ist jedenfalls, dass Virtualisierung bei einem Hobel dieser Art quasi Mandat ist, weil der zu groß für alles ist, außer man ist irgendwie eine MySQL-Datenbank bei Booking oder sowas in der Art. Wenn wir eine VM auf dem Ding hochziehen wollen, dann brauchen wir irgendein Boot-Image, das wir runterziehen, das übliche 250 Megabyte Ubuntu 14.4-Image oder ähnliche Sachen, das dann auf irgendwie eine Basisinstanzgröße aufgeblasen wird, dann liegen da, was weiß ich, 50 Gig, mit denen man spielen gehen kann. Dann tut man sich seinen persistenten Speicher noch irgendwie daran.
der länger lebt als dann die eigentliche virtuelle Maschine. Zum Beispiel das Wahlab MySQL möchte man vielleicht behalten, auch wenn das MySQL selbst mal durch was Moderneres ersetzt wird. Dann muss man das Netz da dran klinken, das heißt, man muss dann eine VM irgendwie mit dem Netz verbinden, man muss sie starten, dann will sie als nächstes eine IP-Nummer haben und dann möchte sie irgendeine Start-Config haben, aus der sie sich eigentlich installiert und personalisiert. In OpenStack-Termen heißt das, wir haben hier Glance zum Image runterladen, dann passiert das automatisiert. Dann kommt das Volume dran über das Netz mit Cinder, das Netzwerk selber kommt von Neutron, die VM wird von Nova hochgefahren, Nova fährt KVM QEMU hoch und CloudInit, unser franko-kanadischer Kollege Claude Init, der startet dann die Netzwerkkonfiguration, holt sich ein Init-Skript und ab da kommt dann Puppet, Salt, Chef, Ansible oder was auch immer und macht den Rest. Ja, wenn der Host umfällt, dann sind vor allen Dingen die persistenten Daten wichtig. Das Volume sollte vielleicht irgendwie mit Kopien im Netz liegen, damit wir die Daten nicht aus der toten Maschine prökeln müssen vor Ort. Der Rest, der kann relativ schnell wieder generiert werden. Wenn wir sauber gearbeitet haben, wenn wir also wirklich das Setup komplett automatisch generiert haben, wenn niemand das ganze Ding angefasst hat. Das ist extrem wichtig. Ein einzelner manueller Handgriff da drin. Und es muss alles durch einen Sysadmin filtriert werden und dann ist alles beim Teufel. Weil wenn dann mal was ist, kommt man nicht weiter. Weil wir ein größeres Setup haben, das aus mehreren virtuellen Maschinen besteht, brauchen wir auch mehr als einen von diesen physikalischen Hosts, denn wenn uns ein physikalischer Host umfällt, ist sonst alles weg. Was wir machen ist, wir haben unsere MySQL oder Datenbankinstanz zum Beispiel hier, ein Webfrontend hier und ein anderes da. Daraus kriegen wir logisch dann dieses Setup. Das muss jetzt noch irgendwie mit der Außenwelt verbunden werden und nach draußen telefonieren können. Und hier haben wir die einzelnen Komponenten noch einmal deutlich sichtbar. Wir haben CPU und RAM in der virtuellen Maschine. Wir haben den Storage da irgendwie dran attached, der länger lebt als die virtuelle Maschine. Das alles zusammen mit dem Netzwerk-Setup ist das Overlay-Netzwerk mit der Overlay-Konfiguration, die da läuft. Und laufen tut es physikalisch auf diesem ganzen Kram im Underlay. Und wir sind einer von vielen Kunden, die da drin rumschwirren, die alle voneinander isoliert sein müssen, die auch alle ihr eigenes logisches Netzwerk haben und die tatsächlich auch jeder ihre IPs selbst vergeben können. Das heißt, ich mache mir hier natürlich wie alle mein 10.0.0.0/8 Netzwerk, das tun aber alle anderen auch. Das sind verschiedene Netzwerke und meine Netzwerklogik muss dann auch entsprechend dafür sorgen, dass die sich nicht ins Gehege kommen gegenseitig. Wir haben das Underlay, da sind mehrere Hosts, wir haben Shared Storage und wir haben ausreichend Netzwerkkapazität, darüber müssen wir nochmal reden. Wir gewinnen eine ganze Menge Flexibilität, weil wir frei definierbare, nicht überlappende Netze haben, weil wir frei definierbaren Storage haben, der da irgendwie im Netz rumschwebt und egal auf welchem physikalischen Host meine Instanz hochkommt, dann auch attached wird. Ich habe definierbare virtuelle Maschinen, die Guests, die auf den Hosts hochkommen. Ich habe im Netz definierbare Firewall-Regeln und Load-Balancer-Regeln. Und das alles kann ich in ein Skript gießen. Und dieses Skript fährt mir dann mein Setup hoch. Ich mache mir eine Instanz, das ist ein Nova-Server. Der hat bestimmte Properties, da kommt das Image rein, hier kommt der Flavor rein, wie groß soll es sein. Das hat einen Netzwerkport. Der Netzwerkport ist hier definiert, da fische ich ihn mir raus aus dieser Definition. Der Port selber ist Teil von einem Netz. Das Netz haben wir hier mit der Netzwerkdefinition, das enthält auch ein Subnet. In dem Subnet habe ich meine Nameserver definiert, habe ich gesagt, ich mache leider nur IPv4, weil ich ein bisschen rückständig bin, Amish Networking. Ich habe hier mein Netzwerksegment definiert und hier meinen IP Allocation Pool, das heißt, meine IP kommt irgendwo hier raus. Und dann tue ich noch eine externe IP ran, eine Floating IP, die ich mir aus einem Floating IP Pool gefischt habe. Aber den sieht die Instanz gar nicht. Sie ist zwar von draußen darunter ansprechbar, weil die Floating IP attached wird, aber die Instanz selber, wenn ich da ein IP-Adresse-Show mache, da sehe ich das gar nicht. Das ist alles eine ziemlich coole Art zu arbeiten und vergleichsweise neuartig. wenn man das alles bauen muss, muss man also tatsächlich erst einmal ein paar Probleme lösen. Und im Zuge der Erkenntnisse, die man gewinnt, wenn man auf diesen Problemen rumdenkt, das brauche ich unbedingt noch als T-Shirt,
im Zuge dieser Erkenntnisse, die man hat, stellt man dann fest, dass man sein ganzes Datacenter auch einebnen kann und das Netz und alles andere nochmal neu bauen. Problem 1 ist Storage. Man muss sich also mal überlegen, wie man Storage an seine Instanzen ranbekommt. Die Amazon-Lösung für Ephemeral Storage, also diese 50 GB nicht persistenten Speicher, ist, das mache ich einfach mit lokal irgendwas. Und wenn die Instanz umfällt oder neu bootet oder sonst was, dann ist dieser ganze Ephemeral-Quatsch beim Teufel. Oder verändert oder neu gemacht. Und es ist alles komisch. Wenn man das Ganze anders machen möchte, wenn man ein paar andere Probleme mitlösen möchte, über die wir gleich reden, dann macht man sein Storage vielleicht auf dem Filer, also Shared Storage. Das heißt, ich kann dann auch meine Instanzen von Maschine zu Maschine migrieren, ohne dass es mir allzu weh tut. Aber dann muss ich halt Filer kaufen. Das ist zwar erprobte Technologie und hat auch angemessene Bandbreiten, weil der Filerhersteller ja die Filer mit seinem eigenen Storage-Netz verkauft. Hier sieht man mal so einen schicken InfiniBand-Stacker. Und das Storage-Netz ist hart vom IP-Netz wegpartitioniert. Aber der Nachteil ist, dass das Storage-Netz vom IP-Netz hart wegpartitioniert ist. Man also diese Flexibilität nicht hat, die man da gerne hätte. Für, 100.000, 10.000 Hosts Filer hinten dran attachen, das skaliert technisch schwierig und finanziell irgendwie gar nicht. Das heißt, man möchte schon was anderes haben. Geh weg, kein Eiskasi. Was man tatsächlich haben möchte, ist Storage über das IP-Netz irgendwie. Und was man macht als Alternative ist mit Ceph oder mit Quobyte oder mit irgendwelchen anderen Geschichten den Storage von Filern in die Maschinen reinfalten und das Storage-Netz in das IP-Netz mit reinfalten. Und dann hat man so eine Hyper-Converged-Architektur, die allerdings dann an das IP-Netz plötzlich ganz, ganz andere Anforderungen stellt. Und das wird dann schon mal gerne schmerzhaft. Ich habe schon erzählt, man möchte gerne Live-Migration haben. Denn wenn man Live-Migration hat, kann man Maschinen im Underlay einfach leer machen. Man stellt sich vor so eine Kiste hin und sagt ksch, ksch, und die ganzen VMs verschwinden auf irgendwelche anderen Hosts in seinem Netz. Die verlieren vielleicht mal einen Ping oder zwei. Aber nach einer halben Stunde oder so hat man so einen Host dann leergezogen und kann den dann in aller Seelenruhe booten und dann gibt man ihn wieder frei und dann wird er langsam wieder besiedelt von der ganzen Sache. Der Scheduler in OpenStack oder auch in anderen Virtualisierungslösungen macht manchmal Fehler. Das kommt zum Beispiel vor, dass der 10 oder 12 MySQL-Instanzen auf einen Hardware-Host zieht. Und auch dann ist Live-Migration sehr nützlich, weil man dann gerade mal sagen kann, wieder ksch, und dann gehen die MySQLs woanders hin und verteilen sich in dem ganzen Compute-Netz ein bisschen besser. Und natürlich ist Shared Storage gleich welcher Art auch dann nützlich, wenn einem so eine Hardware-Node mal umfällt, weil eigentlich soll ja niemand in so einem Ephemeral Storage State drin haben. Praktisch kommt es aber doch vor, dass Kunden das machen. Und wenn sie dann angekrochen und gewinselt kommen, ist mir egal, wie ihr das macht, aber ich brauche meine Daten wieder. Dann kann man sagen, tada, ich habe hier eine Lösung, weil man an die Daten trotzdem noch drankommt. Halt von einer anderen Kiste, als von der, die umgefallen ist. Aber Shared Storage macht halt jede Menge Netzwerklast und das heißt, wir brauchen Netzwerkkapazität. Unser Netz hat sich inzwischen ein bisschen weiterentwickelt als so ein Mercury Redstone Connector von 1960. Das ist zwar Raketentechnologie, aber auch die hat sich weiterentwickelt. Wie gesagt, wir machen damit solche Hyperconverged-Geschichten. Das führt dazu, dass wir Daten in der Regel mehrfach abspeichern, einmal lokal, einmal auf einem anderen Host im selben Rack und einmal irgendwo in einem anderen Rack, damit wir auch dann noch an die Daten drankommen, wenn uns mal ein Switch umfällt. Aber dann haben wir natürlich jede Menge Anforderungen an erstmal die Bandbreite, aber auch an IOPS und an Latenz vor allen Dingen. Denn wenn ich zum Beispiel so ein MySQL-Slave bin, der hier mitläuft, dann will der schon 2000 Mal pro Sekunde Commit können. Wenn man dann also ein Ceph ist und 5 Millisekunden für ein Commit braucht und nur auf 200 Statements pro Sekunde kommt, dann reicht das nicht. Oder eine Windows 8-Instanz oder sowas, die bootet, die schreibt ja Meldungen in ihr Event-Log beim Booten. Und weil jede Meldung, die ein Windows beim Booten abgeben könnte, möglicherweise die letzte ist, macht sie nach jeder Meldung ins Event-Log auch ein F-Sync. Das heißt also, das ganze Ding bootet so schnell, wie die Platte mit der LED flackern kann. Und das dauert dann bei so einem Ceph, wenn es 200 F-Syncs pro Sekunde kann, schon mal eine Viertelstunde, bis die Instanz oben ist.
Wenn es einem gelingt, das Windows so umzuprökeln, dass es über Netz loggen würde und nicht F-Synken würde, dann würde das natürlich viel schneller booten. Das heißt, die Bootgeschwindigkeit wird hier tatsächlich bestimmt durch die Filesystemgeschwindigkeit vom Logger. Das haben wir öfter, auch Linuxer haben das früher gemacht mit ihrem Syslog. Der hat halt bei jeder Syslog-Zeile einmal F-Sync gedrückt. Und nachdem dann die ersten SSDs waren auch nicht sehr gut mit dem Rare-Leveling, nachdem die ersten SSDs dadurch abgeraucht sind schon beim Booten, haben Leute sich das dann anders überlegt. Wie viel Netz ist genug? Das ist die Frage. Wir kriegen 2 10-Gig-Interfaces in so eine Karre bequem rein, ohne uns doll anzustrengen. Ist das viel oder wenig? Lass uns mal 10 Jahre zurückgehen. 10 Jahre zurück haben wir, hier sind es jetzt mal DL360s oder so. Wenn wir 50 Cores haben wollen, brauchen wir 50 1HE. Das sind 2 Racks, 2 Drittel Racks oder so in der Art. Dann haben wir 50 Cores und wir haben 50 1-Gig-Interfaces. Und das ist eine ganze Menge Technik. Wenn wir das heute zusammenfegen, dann kommen wir halt auf sowas. Haben wir 48 Cores, wir haben 2 10-Gig-Interfaces, das heißt, wir haben nur noch 40% Netz. Das heißt, diese ganze Karre hier dreht zwar wie bescheuert mit ihren CPUs und sie hat auch ordentlich RAM, aber wenn sie Daten ansaugt aus dem Netz, dann sieht die plötzlich aus wie ein 2 Wochen altes Mancherie und macht hohle Backen, weil sie die Daten, die sie braucht, ums Verrecken nicht durch diesen total unternetzten dünnen Stängel angesaugt bekommt. Ja, das heißt, mit Katzenfotos geht alles besser. Wir betteln einfach mal bei unseren Netzwerkern um dickere Kabel. Wäre ja schön. Aber dann kommen die Netzer zu einem und sagen, ja, das kannst du wohl bekommen, aber dann passieren mit unserem Rechenzentrum ein paar interessante Dinge, weil das sieht dann so aus. Das ist zwar auch eine Cloud, aber nicht die Sorte, die wir wollen. The wrong kind of cloud. Das ist der Top-of-Rack-Switch, an dem wir jetzt 16 von unseren Rechnern angeschlossen haben, die beide, also die alle 16 mit 2x25 Gigabit ankommen. Und das heißt, oben am Top-of-Rack-Switch kommen plötzlich irgendwie 800 Gigabit angebrandet. Und wenn wir zum Beispiel sowas wie Ceph machen, also hauptsächlich Cross-Rack-Traffic haben, dann kommen von unten 800 Gig an und da oben kommen aus dem Switch wie viel raus? Vielleicht ist das 1:4 Oversubscribe, vielleicht ist es 1:16 Oversubscribe. Auf jeden Fall kriege ich den Traffic nicht weg. Auf einem traditionellen Rechenzentrumsnetzwerk stört einen das nicht, weil der Traffic normalerweise, den man auf dem IP-Netz hat, das ist der Traffic ins Web. Und die Webkunden mit der Außenanbindung, das ist eh schon durch die Außenanbindung begrenzt. Und die blasen, auch wenn sie nicht gerade Videostreamer sind, nicht ihre Daten mit AK ins Netz. Sondern da burstet mal der eine und mal der andere, aber alles in allem haben wir mit Oversubscription kein Problem. Wenn wir aber ein Storage-Netz haben, also unser Storage-Netz ins IP-Netz reinfalten, dann ist der meiste Traffic, den wir haben, nicht von den Servern ins Netz, Nord-Süd, sondern wir haben jetzt jede Menge Quertraffic von einem Rack ins andere, Ost-West-Traffic. Und wenn wir dann an irgendeiner Stelle Oversubscription haben, dann sieht die Situation halt so aus, dass wir hier unten irgendwas haben, unsere VM, die schreibt einmal in dieses Rack, die schreibt einmal in dieses Rack und vielleicht nochmal in ein anderes oder vielleicht schreibt sie einmal hier und noch einmal da, wenn wir Glück haben. Auf jeden Fall kommen hier oben 800 Gig an oder bei 10 Gig Interfaces kommen hier 320 Gig an und wir müssen auch unseren Rack Interconnect mitscalen, damit das Ganze funktioniert. Das kann man messen, das kann man sogar messen ohne Kooperation desjenigen, der das Rechenzentrum betreibt. Ich kann zum Beispiel zu Amazon gehen, mir da so einen Hadoop-Cluster hochfahren auf ein paar Instanzen und dann mal eine Runde Terasort spielen. Terasort macht 1 Terabyte oder wie viel man einstellt, Zufallsdaten und dann sortiert es die. Sortieren ist eine Transformation, bei der die Daten im MapReduce nicht reduziert werden. Sondern beim Mapping haben wir die Identität, am Ende von der Map-Phase kommt der Sort immer. Und dann haben wir über das Netz den Datentransfer von den Mappern zu den Reducern. Und weil die Mapper alle Random-Daten sortieren, werden sie auch alle ungefähr gleichzeitig fertig. Und das heißt, alle Mapper, egal wie viel man eingestellt hat, fangen ungefähr gleichzeitig an, ihre Daten zu den Reducern zu schicken. Und die Reducer saugen den Kram dann ab und schreiben ihn sortiert auf die Platte. Und das kann man sehr schön benutzen, um den Netzwerkdurchmesser, den Bisection-Querschnitt vom Netz zu messen. Und dann sieht man, bei Amazon kriegt man doch ein ganzes Gigabit. Das ist nicht so viel. Wenn man das Ganze in der Schokoladenfabrik macht, dann kriegt man vermutlich ein bisschen mehr. Die behaupten in ihren Papers, sie hätten 1 Petabit per second total bisection bandwidth. Und sie eingehen und ausgehen. Ha? Eingehen und ausgehen.
Ja, aber Sie behaupten auch, Sie legen da 40 Gig Kabel an die Karren. Da kann man dann schon mal seine Rechenkapazität ordentlich anblasen. Also ich glaube schon, dass man da gut spielen kann. Das Konstruktionsprinzip ist überall dasselbe eigentlich. Was Sie machen ist, das ist eine ältere Folie von 2012. Sie haben nach unten in die Racks Ihre Links und legen dann nach oben von den einzelnen Switches zu jedem anderen Switch da oben eine Verbindung. Das heißt, wir haben hier einen bipartiten Graphen, der zwischen dieser Hälfte und dieser Hälfte eine Vollvernetzung macht. Und wenn man Glück hat, kriegt man dann für eine einzelne Verbindung immer die Kapazität eines solchen Links, die schmalste Stelle. Aber da jede Connection, die man hat von jedem Host, von jeder VM, über einen anderen Switch geht, kommen die sich gegenseitig nicht ins Gehege. Ich tue so, als sei das selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Die meisten Switch-Hersteller machen das lokal irgendwie. Da ist eine wilde Hash-Funktion, die man dann noch tunen kann. Und wenn das Datacenter größer sind, kann man ihr dann beim Failen zugucken. Oder man richtet eine zentrale Steuerung dafür ein, die dafür sorgt, dass sich das ordentlich verteilt und dass die Bandbreite, die da vorhanden ist, auch über alle Switches verteilt gleichmäßig ausgenutzt wird. Das haben auch verschiedene Hersteller außerhalb der Schokoladenfabrik schon begriffen. Aber es gibt keine großen funktionierenden Deployments. Da kann man sich das ganze Elend dann mal angucken. Contrail zum Beispiel hat eine total coole Lösung. Contrail ist eine Firma. Das sind Ex-Google-Leute, die bei Google an OpenFlow mitgearbeitet haben, an Kurt Singler und Pedro Marquez. Und die dann von Google weggegangen sind und das, was sie mit OpenFlow bei Google sich ausgedacht haben, nochmal mit existierenden Protokollen, die schon in existierender Hardware zu kriegen sind, MPLS, BGP und ein bisschen Jabber, reimplementiert haben. Und die sind 2012 mit ihrem Startup an einem Montag aus dem Stealth-Mode gekommen und am Donnerstag derselben Woche waren sie für 212 Millionen verkauft an Juniper. Einer der schnellsten Exits, die ich je gesehen habe. Nichts. Das ist das Problem. Ja? Die Idee ist total super. Du hast hier oben ein Kontrollsystem, die Control Plane, die dir deine ganzen Flows steuert und die zentralen Überblick hat, genau wie bei OpenFlow. Und die reden dann über BGP und NetConf hier unten mit existierender Hardware in deinem IP-Fabric. Und die reden über XMPP mit einem Userland-Prozess, der auf den Kisten läuft, der vRouter-Agent. Und dann haben sie ein Open-Source-Kernel-Modul, das man sich compilen kann, das da reingeladen wird. Das kriegt von dem vRouter-Agent die Konfiguration ins Kernel, in den Kernel gebeamt. Die VMs kommen dann und sagen so, ab. Und dann broadcastet nichts, weil das Kernel-Modul hat ja schon alle Informationen. Dann sagt er, nichts ab, hier sind die Daten. Dann sagt die VM als nächstes DHCP. Und dann sagt das Kernel-Modul, nichts DHCP, hier sind die Daten, ich weiß ja Bescheid. Und dann sagt das Kernel, sagt die VM hier, ich spoof mal meine Mac und dann sagt das Kernel-Modul nichts da. Ich weiß ja, an welchem Port welche Mac zu hängen hat und haut der VM aufs Maul. Ja, also das ist ein super Konzept. Und hier drin hast du deine existierenden Router mit deiner existierenden Redundanz und der vollen Power deiner ASICs, die da Dienst tun. Und das wird ganz normal über BGP, Raut-Reflektoren, tralala, das hier oben alles mit implementiert ist, programmiert und schaufelt dann die Daten mit der vollen Kraft deiner ASICs durch die Gegend, was immer du dir da an Topologie gebaut hast. Das ist total super. Das ist halt ein Startup, das Juniper gekauft hat und das sie dann als Startup gelassen haben. Das heißt, du hast da ein paar Geeks, die vor sich hin hacken und hier oben mehr und mehr Technik reintun. Aber Juniper wirft keine Release-Engineers drauf, sie werfen keine Handbuchschreiber drauf. Sie werfen keine QS drauf und sie machen kein Release-Management. Es gibt zwar jetzt nominell eine Contrail-Business-Unit, aber wenn man versucht, mit denen zu reden und denen Geld zu geben, kriegt man ganz komische Antworten. Und am Ende war es halt sehr, sehr frustrierend. Die Pakete, die backen, beißen sich inzwischen nicht mehr mit den existierenden Debian-Paketen zum Beispiel. Also die haben hier eine eigene Bind-Variante, die Dateien in einem normalen Bind-Paket überschreibt und wenn man die beide gleichzeitig installiert, boomt es. Der Bind, den sie selber haben, hat die ganzen CVEs noch, die in dem Debian-Zeug schon gefixt sind und all solche Sachen. Das ist alles höchst frustrierend, weil die Startup-Seite dieser Firma voll super funktioniert, aber sie in halt diese ganzen Juniper-Enterprise-Geschichten faktisch nicht integriert sind. Es ist kein Produkt, es ist eine Kiste Schrauben und manche von diesen Schrauben sind echte Raumschiff-Technologie. Aber ein Produkt, also das eigentliche Raumschiff, müsste man da noch draus bauen. Also man hat da so ein paar Warp-Gondeln rumliegen und Antimateriegeneratoren und all so ein Kram. Aber wenn man da anfasst, kriegt man erstmal einen geblitzt.
Was schade ist, weil das vom Konzept her, das also die schönste Idee ist, die ich bis jetzt auf diesem ganzen Gebiet gesehen habe. Und ich möchte eigentlich, dass die schick sind und Erfolg haben, aber es ist echt frustrierend. Eine andere Firma, mit der man reden kann, ist Midonet. Midonet sind ein paar Absolventen vom Felix von Leitner Institut für verteiltes Echtzeit-Java. Das ist tatsächlich ein Flow-Simulator in Java, der geschrieben ist. Viel, viel weniger Komponenten als in Contrail. Und der redet unten dann mit, hier zum Beispiel, mit dem Open vSwitch Kernel-Modul. Aber es ist nicht Open vSwitch, was läuft, sondern was funktioniert und auch performiert. Das ist ziemlich schön. Und hier hat man dann wieder auf jedem Host, den man hat, eine Komponente, die man installieren muss. Und an einer Stelle hat man halt diese Echtzeit-Java-Komponente, die da deployed wird. Und danach hat man dann mit sehr viel weniger Aufwand ein Netz, das tatsächlich als Produkt funktioniert. Aber es ist halt Open vSwitch-Modul, also mehr so Layer 2-ig. Die tun. Ernst mit dem Echtzeit-Java? Ja. Total. Ich habe auch noch mehr Echtzeit-Java im Einsatz. Also das Dateisystem auch bei Quobyte. Und es funktioniert. Also diese ganze Felix von Leitner Schule für verteiltes Echtzeit-Java ist echt gut. Der hat's drauf. wie gesagt, es ist technisch nicht so cool wie das ganze Juniper-Zeug, aber dafür steht dahinter eine Firma, die da ein Produkt draus macht, das man aufreißen kann aus der Packung, dann halt in der Tasse tut, heißes Wasser drauf und danach hat man Netz, also richtig Netz. Das scheint auch relativ zuverlässig zu funktionieren. Ja? Kurze Nebenbemerkung, das Ding hier macht natürlich auch Abwärme und saugt Strom ein und man muss sich dann überlegen, wie man sein Rechenzentrum so baut. Aber das ist halt ein seit 2005 gelöstes Problem. Das ist so ein Rechenzentrumsaufbau von web.de von 2005. Da kommen, wenn das fertig war, hier waren das 20 Kilowatt pro Rack, die da drin sind. Das würde man heute so nicht machen. Man würde eher das Rechenzentrum größer machen und mehr Racks aufbauen. Aber die Situation bei web.de war so, dass die das unbedingt so haben wollten und mussten. Und in jedem Fall würde man das heute auch so machen, dass man Heißgang, Kaltgang baut, also das hier komplett dicht macht, auch nach oben dicht macht, die kalte Luft von hier unten reinbläst, die kann dann nicht nirgendwo durch, außer da, wo Geräte sind, die werden dann mit kalter Luft zwangsbelüftet, hinten kommt die warme Luft raus, wird abgesaugt in die Kühlgeräte und dann nach draußen in die Umgebung abgeblasen. Man wird das vielleicht auch nicht gerade mitten im Rheintal machen, in Karlsruhe, sondern an Stellen, die von Natur aus ein bisschen kühler sind, damit man die Abwärme leichter los wird. Im Rheintal hast du übrigens den Rhein. Ja, aber du darfst das Grundwasser und das Rheinwasser nicht zum Kühlen benutzen, außer du bist ein Atomkraftwerk oder Chemiewerk. Das ist alles total unlogisch. Fernwärme. Und wenn es warm ist, ist im Rhein, denke ich, Wasser. Ja. Das ist so die Hardware-Seite der ganzen Geschichte, mit der man hier zu tun hat. Und mit der man sich dann sein Rechenzentrum baut. Wenn man das ein bisschen weiter treibt, dann ist man hier auf dieser Seite dabei, nicht zwangszukühlen den ganzen Kram, sondern das Rechenzentrum einfach ein bisschen warmer zu fahren. Also wenn die Außentemperatur nicht gerade 35 Grad ist, kann man vielleicht mit Umgebungsluft kühlen, anstatt aktiv zu kühlen. Es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Rechenzentren. Das, was typischerweise gebaut wird, das saugt genauso viel Watt an für die Kühlung, wie es für die Elektrizität für die Geräte verbraucht. Und dann gibt es die Schokoladenfabrik und die ist dann mehr bei 1 zu 1,2. Das heißt, die verbraucht den Strom für die Rechner und nicht für die Kühlung. Und das ist ein bisschen schlauer. Google. Wenn man sich dann weiter mit der ganzen Sache beschäftigt und den ganzen Layer Cake ein bisschen anschneidet, dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie man den ganzen Kram verteilt. Wie ich schon sagte, der Nova Scheduler verwendet relativ wenig Informationen. In OpenStack geht er halt dabei und versucht per Default eine Spread Strategy zu machen. Also die Dinge auf möglichst viele Hosts zu verteilen. Das ist normalerweise auch eine schlaue Idee, weil wenn einem da was abraucht, dann hat man auf der logischen Sicht des Ganzen eine Komponente verloren, die relativ schnell ersetzt ist. Die Komponenten, die man da deployt, die sind in der Regel imbar, also imbalanced. Sie brauchen
prozentual mehr CPU, als sie das hier RAM brauchen oder Netz brauchen oder andere Geschichten. Und dann muss man sich mal überlegen, was denn in dem eigenen Deployment so die knappste Ressource ist. Ist es CPU-Power? Ist es Plattenbandbreite oder Platten-IOPS oder SSD-Bandbreite oder SSD-IOPS? Ist es Netz? Ist es RAM? Was ist das, was typischerweise am knappsten ist? Und da geht man dann mal her, macht mal so ein bisschen Statistik. Ich habe 48 Cores, ich habe 256 GB RAM, ich habe 210 Gig-Karten drin, ich habe 13 3TB-Platten mit 200 IOPS pro Stück. Ich habe 4 oder 8 SSDs drin, die bringen mir 20K IOPS. Und wenn ich das durchdefiniere und durchdividiere, dann komme ich auf so ein Compute-Unit, also das, was ich pro Core habe. Und wenn ich meine Ressourcen balanced verbrauche, dann ist es immer eine Compute-Unit oder ein Vielfaches davon. Das heißt, wenn ich dabei gehe, dann definiere ich jetzt das, was bei Amazon Flavors heißt. Ich kann also meine Ressourcen nicht mit Schiebereglern frei verteilen, sonst würden alle das RAM voll hochziehen und keine Cores verbrauchen, wenn sie ein bisschen schlau sind. Sondern ich verteile halt Compute-Units aus 1/48 Rechnern. Und wenn ich dann nicht Marketing-Leute, sondern Informatiker dabei lasse, dann machen die Compute-Units als Zweierpotenzen oder so wie eine DIN-Faltung, also immer, dass die schön ineinander passen. Und dann habe ich das Ganze auch verschnittfrei. Ja, ich habe hier eine 1-Core-Kiste, eine 2-Core-Kiste, eine 4-Core-Kiste, eine 8-Core-Kiste bis zu einem Viertelrechner. Und die nächste Unit ist dann eine ganze Hardware-Node, weil wir mit NUMA sonst Schwierigkeiten bekommen, wenn wir einen QEMU laufen haben, der keine NUMA-Patches drin hat, dann kommen wir mit einer halben und einer Viertelkiste in Teufelsküche performancemäßig. Was ich dann als nächstes machen muss, ich muss dafür sorgen, dass so eine Rogue-VM wie hier zum Beispiel diese, dass die nicht losgehen kann und mir alle Ressourcen wegbrennt, sondern dass sie sich nur so viele Ressourcen ziehen kann, wie sie braucht. Bitte? Das heißt, ich muss Quotas auf alles verteilen, CPU-Quota kein Problem, das tut Virtualisierung sowieso, RAM-Quota auch. IO-Quotas, das ist relativ leicht, das funktioniert inzwischen auch, wenn man ein LibWirt hat, das neu genug ist. Und dann sieht man das hier und stellt fest, das ist ein bisschen wirr, weil LibWirt tatsächlich TC startet, um Netzwerkquotas zu definieren, außer wenn der Interface-Type Ethernet ist, dann können sie das nicht. Ja, ich weiß auch nicht, also warum, hä? Das ist because fuck you, keine Ahnung. Weil jedes Tab-Interface, das da von Contrail oder von Midonet oder von OpenVSwitch definiert wird, das ist Type Ethernet und dann hast du keine Netzwerkquota. An der Stelle fehlt der Code. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Ja? Die Quota, die ich definiere, ist eigentlich für alles idealerweise so ein Token-Bucket-Ding. Token Bucket heißt, ich habe irgendwie einen Zustrom von Tokens und ich habe einen Abfluss durch den Verbrauch und der Bucket, den ich habe, der hat ein bestimmtes Volumen und ich kann halt kurz mal was wegbursten, also mehr verbrauchen, als oben reinfließt, nämlich so viel, wie in meinem Eimer drin ist. Aber dann muss ich das, was ich da mehr verbraucht habe, langfristig weniger verbrauchen, damit der Eimer sich wieder auffüllt. Und langfristig kann ich halt immer nur so viel verbrauchen, wie oben zuströmt. Das kann auch unten abströmen. Relativ simpler Algorithmus, der überall auch implementiert ist, beim IO-Scheduler genau wie beim Netz. Also wenn das TC liefe und ich es verwenden dürfte, dann würde es das auch machen. Und es funktioniert relativ zuverlässig. Und auf diese Weise kann ich meine Kunden hart wegquoteilen. Im Prinzip könnte ich ihnen mehr geben, wenn ich 10 Kunden auf der Kiste habe und 5 von denen sind am Power-Idlen, dann könnte ich den anderen 5 doppelt so viel geben. Aber aus marketingtechnischen Gründen und für die Kundenpsychologie ist es total wichtig, dass es immer gleich langsam ist. Weil, wenn die Maschine die meiste Zeit halb idle ist und sie doppelt so viel Leistung bekommen, wie sie im Vertrag stehen haben, dann glauben die, der stünde ihnen zu. Und wenn die anderen 5 Kunden dann mal aktiv sind und sie nur die Leistung bekommen, die im Vertrag stehen, dann sagen sie, ja, da steht zwar im Vertrag, aber wir finden das trotzdem irgendwie scheiße, dass es hier so noch halb so schnell ist wie vorher. Ja, und deswegen ist es, damit man sich die Diskussion mit den Brüdern erspart, sehr, sehr wichtig, dass es nie schneller ist als versprochen und auch nie langsamer ist als versprochen, sondern dass man da genau auf dem SLA lang balanciert, weil dann gibt es an den Stellen, wo man den SLA mal enforcen muss, auch keine Tränen. Was wir machen, oder jedenfalls das, was OpenStack macht und auch jeder andere eigentlich, ist ein Image viele Instanzen, das heißt, er zieht sich das Image einmal runter, bläst es dann auf und macht dann auf dem einen Image Copy und Write, weil die alle Ubuntu 14.4 dasselbe Image starten,
liegt das Image einmal auf der Platte und die anderen Platten hier schreiben nur den Diff. Das ist eine klasse Idee, um Plattenplatz zu sparen, und das wäre super, wenn Plattenplatz knapp wäre. Aber dieses Copy and Write ist auch ein super Mechanismus, der lineare Writes und lineare Reads in Random.io verwandelt. Das heißt, das ist alles notlos langsam und entweder schaltet man das ab oder man kauft mehr SSD für alle, damit es weniger wehtut. Dann sind die Platten auch kleiner, man braucht den Platz und dann braucht man auch das Copy and Write. Ihr seht, also es macht alles Sinn, wenn man drüber nachdenkt. hier ist die Kiste nochmal, das ist ein MySQL Datenbankmaster, der hier läuft. Der hat sein Dev VDA, das ist diese 50 Gig Ephemeral Disk. Ephemeral Disks hängen fest immer an derselben VM, die können nicht durch die Gegend migrieren. Die Lebensdauer ist dieselbe wie die von der VM. Wenn ich die terminiere, sind die Daten darauf auch weg und ich habe keine Chance mehr, da dran zu kommen. Und sie sind fest in der Größe, was immer man für sich einstellt. Ich habe hier gerade mal 50 Gig gewählt, weil ich dann bei 40 Instanzen auf einer Kiste, also maximal fragmentiert, 2 Terabyte wegbrate und damit mein Root-Dateisystem eine angemessene Größe hat. Und dann hängt man sich ein Volume da dran. Das Volume kommt aus dem Netz. Das hat eine Wunschgröße, was weiß ich, 2 Terabyte oder was auch immer. Das ist detachable, attachable. Ich kann es also abtrennen und getrennt von der VM durch die Gegend schieben irgendwie. Die Lebensdauer ist frei wählbar. Es hat einen einzigen Nachteil für den Kunden. Das ist in der Regel Bild. Das heißt, es wird nach Gigabyte, Monaten oder ähnlichen Einheiten abgerechnet. Ich ziehe mir eine 2. Instanz hoch. Ich migriere das Image irgendwie rüber. Die Floating IP hängt da drüben, die ziehe ich auch rüber und auf diese Art und Weise habe ich zum Beispiel hier jetzt eine neue MySQL-Version hochgezogen und im laufenden Betrieb sowohl die Platte als auch die IP, die bleibt dieselbe, umgesteckt an die neue Instanz und der Datenbankserver läuft mit einer minimalen Betriebsunterbrechung weiter. Wenn man Glück hat, disconnecten sich die Slaves kurz, die merken das kaum und bei den Kunden sieht man dann, was weiß ich, für eine 10 Sekunden oder sowas eine Service-Seite, weil der Load Balancer gerade sein Backend sucht. Bitte? Wenn ich das mache, dann habe ich hinterher ein gecrashtes Dateisystem, das muss recovered werden. Das dauert so lange, wie das Log vom Dateisystem groß war, also benutzt war, zum Zeitpunkt des Abtrennens. Und so eine XFS File System Recovery, die dauert in der Regel unter 20 Sekunden bei so einer geforsten Umschaltung. Ja, ich fahre sie natürlich nicht runter, weil das dauert, sondern ich mache sie aus. Dann ist sie sofort weg. Dann habe ich auch wieder das gecrashte Image, aber das Image zu recovern geht schneller, als die Instanz runterzufahren. Und außerdem muss ich das Ganze eh so betreiben, dass es crashresistent ist. Das heißt, ich mache meine Systemadministration immer mit dem Hammer und nicht mit sauber runterfahren, weil im Worst Case passiert ja genau das und ich muss sicher sein, dass mein ganzes Setup das aushalten kann. Das mache ich laufend, also dadurch. Und das heißt auch, dass meine Leute nicht nur hier verstehen, wie diese ganze Crash-Resistenz funktioniert, sondern das auch hier verstehen. Also daran glauben, dass es funktioniert, weil sie das alle ausprobiert haben. Das tue ich nicht. Das sollte ich vielleicht tun. Ich habe das bei Booking gehabt. Da mussten wir einen wichtigen Datenbankmaster umschalten. Und der betreffende DBA, der das machte, der sagte, nee, nicht jetzt, jetzt ist 14 Uhr, High Traffic, das möchte ich nicht machen. Und ich guckte mir die Instanz an und sah, die hatte also gerade mal in ihrem MySQL InnoDB Redo Log 400 Megabyte. Das sind für eine Maschine der Größe, wie der lief, vielleicht 6 Sekunden Recovery, die da laufen. Und man sieht die Config, InnoDB Flash Log und Commit und Transaction Commit stand auf 1, das heißt, die war voll ACID. Du kannst da also einmal reinholzen. Es war nicht mal eine Umschaltung, es ging nur darum, den MySQL-D neu zu starten, damit er seine Config neu liest. Das heißt, du gehst da hin, du machst einen K-9 auf den MySQL-D, MySQL-D safe, zieht ihn sofort wieder hoch und nach weniger als 10 Sekunden ist die Instanz wieder da und der File System Buffer Cache ist ein bisschen kalt, es dauert dann vielleicht 20 Minuten, bis die wieder läuft. Das wäre vollkommen risikolos gewesen, hat sich das nicht getraut. Wir sind also dann am nächsten Tag morgens um 6 mit einem, ich war in Berlin, er war in Amsterdam, mit einem Screen-X auf die Kiste gekrochen, zusammen geguckt und ich habe ihm dann das Kill-Kommando dahin geschrieben und er hat nicht Return drücken können, das ging nicht. Mentale. Nee, das geht nicht. Also das war einfach, er hat sich nicht getraut. Und ich habe dann den MySQL-D für ihn weggeschossen, dann haben wir einen Tail auf das Log gemacht, wir haben die Recovery gesehen, tatsächlich weniger als 10 Sekunden, Instanz wieder da. Nach 10 Minuten bereits, weil ich ein bisschen geforst habe, mit ein paar Select-Count-Stern-Indizes in den Speicher gezwungen habe, war die Instanz wieder voll reaktiv, mit voller Leistung. Und es war klar, dass das so ist, weil man
weiß hier, dass die Mechanismen alle da sind, aber wenn man das noch nie gemacht hat, weiß man das hier halt nicht und dann hat man halt Angst. Dieser Mensch hat das danach inzwischen jetzt schon sehr, sehr oft gemacht und sogar geskriptet. Rolling Restart von allem, ja, oder ein ganzes Data Center mit ein paar tausend Instanzen automatisch deployen. Aber es ist wichtig, dass man persönlich die Erfahrung macht, dass das nicht nur im Handbuch steht und irgendwie vielleicht möglicherweise eventuell wahr ist, sondern es ist wichtig, dass man hier versteht, dass man diese Kiste gerne mal hassen kann, sich mit der Pumpgun vor das Ding stellen kann und irgendwas Beliebiges wegschießen und das System als solches verkraftet tatsächlich einen einzelnen Ausfall von irgendwas, ohne dass es eine Rolle spielt. Ja, da zuckt kurz das Nagios dann ist alles wieder gut. Ja, oder wenn man einen richtig verteilten Dienst hat, dann stellt man fest, ja, wir hatten kurz Unterkapazität und dann hat der Scheduler eine neue Instanz deployed, automatisch. Aber das muss man tatsächlich auch hier verstanden haben, also erlebt haben, damit man es glaubt. Und das ist ein reales Problem. Apropos reale Probleme, Leute glauben, dass sie verteilte Systeme programmieren könnten. Stellt sich raus, das ist alles gar nicht so einfach. OpenStack selber ist ein verteiltes System, ein Cluster. Jedenfalls glaubt es das. In Wahrheit ist es ein Python-Skript mit Ambitionen. Oder eine Sammlung von Spoffs oder sowas. Die Leute schreiben Websysteme. Sie stellen hier ein paar Frontend-Webserver hin und eine Datenbank. Und das ist dann irgendwie konfiguriert und dann bricht das Ganze auseinander, weil das Netzwerk partitioniert ist, weil ihnen irgendwas wegfällt, weil ihnen plötzlich Instanzen fehlen an irgendeiner Stelle. Und das ganze System, im Versuch, sich zu recovern, verwandelt sich in einen einzigen Multicore-Datenschredder, der dann in 0, nichts alles, was man möglicherweise noch übergehabt hätte, auch zuverlässig vernichtet. Ja? Das fängt schon mal damit an, dass die Leute überhaupt keine Idee haben, wer im Cluster anwesend ist. Oder dass Leute auf die Idee kommen, zum Beispiel auf so einem Webserver, also auf jedem Webserver, einen HA-Proxy zu schedulen. Und dann hat man eine Farm von HA-Proxys, die alle zusammen auf dasselbe Backend oder dieselben Backends verteilen hinten. Das heißt, ich habe also hier einen HA-Proxy, der bei mehreren Datenbanken im Backend glaubt, die ersten zwei seien anwesend, aber die dritte sei nicht da. Und hier habe ich einen HA-Proxy, der glaubt, die erste sei nicht da, aber die hinteren zwei seien da oder sowas in der Art. Da ist der Datenschredder schon wieder bei der Arbeit. Ja? Das heißt, das Erste, was man überhaupt mal braucht, ist ein Cluster. Und das Erste, was ein Cluster braucht, ist eine Source of Truth, also sowas wie eine Anwesenheitsliste an zentraler Stelle, dass alle Bescheid wissen, wer da ist. Wir nehmen uns also einen Zookeeper, deployen Minimum Zookeeper 3 oder vielleicht auch 5 Instanzen. Die Zookeeper wählen untereinander Leader Election, ein Anführer und sie sorgen dafür, dass ihre Datenbestände sich synchronisieren. Und dann kommt der ganze Rest und meldet jetzt irgendeine Zookeeper-Instanz Anwesenheit und mit dem ganzen Paxos-Leader-Gewähle und den Reihenfolgengarantien, die wir haben, ist dann auch sichergestellt, dass egal, auf welchen dieser Zookeeper ich connecte und meine Daten schreibe, dass nicht nur der Dateninhalt hier überall in den Zookeeper-Verzeichnissen identisch ist, sondern dass datenverändernde Operationen, wie es kommt jemand dazu oder es meldet sich jemand ab, dass die alle in derselben Reihenfolge passieren. Das heißt, dass es hier ein Agreement darüber gibt, in welcher Reihenfolge denn die Geschichte meiner Clusterwelt abgelaufen ist. Node sowieso ist dazugekommen, Node sowieso ist er weggegangen, Node sowieso hat einen Job sowieso erzeugt mit der und der Nummer. Und es werden keine Nummern doppelt vergeben und die Reihenfolgen kommen nicht durcheinander. Wenn ich irgendwas baue, das sowas nicht hat, dann weiß ich schon, ohne weiteres Nachgucken, dass es mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit kaputt ist, weil das sauber hinzubekommen und from scratch zu programmieren, ist ein Stück Arbeit. In OpenStack zum Beispiel ist keine Komponente dieser Art per Default dabei und entsprechend ist Nova zum Beispiel laufend dabei, sich zu verzählen, weil es nicht weiß, an welcher Stelle seine Instanzen laufen. Also eine Hardware-Not fällt um, aber Nova glaubt, da laufen noch welche. Es kommt mit den Quotas durcheinander und es passieren auch sonst haufenweise schlimme Dinge. Und was man macht, ist Repair-Skripte zu schreiben. Also das CERN zum Beispiel macht das. Die schreiben Repair-Skripte, die klettern über alle Instanzen, sammeln ein, was da läuft und ziehen dann hier die Quota gerade im Cluster, anstatt dass sich Leute hinsetzen und im ganzen Ding mal eine Source of Truth spendieren, wo dann an einer Stelle sicher geguckt wird, wie der Zustand des Systems ist. Ja? Also Anwesenheit feststellen in selbst ausgedachtem Zeugs funktioniert nicht.
Man muss da schon mit irgendwie Paxos, Raft oder anderen Konsensalgorithmen bei, von denen jemand mal bewiesen hat, dass es korrekt ist und bei denen dann jemand mal getestet hat, dass die Dinger funktionieren. Zookeeper ist eine gute Wahl, Etsy kann das, Consul kann das und macht auch gleich noch Kaffee und alles. Wenn man die Dinger korrekt anwendet, Kyle Kingsbury-Blog, Kyle Kingsbury heißt der Mensch, der hat einen Blog auf a4.com und der letzte Artikel in seinem Testsystem Jepsen, da nimmt er ein Mesos-Cluster auseinander, die haben einen verteilten Kronos ist ein verteilter Cron-Dienst. Und da haben wir jetzt drei verschiedene Paxos-Domains, die bei einem Auseinanderfallen und Rejoin des Clusters sich gegenseitig schreddern. Und das Ergebnis ist, dass bei der geringsten Störung im Cluster das ganze Cron-Zeugs einfach stehen bleibt und auch nicht wieder von alleine hochkommt, selbst wenn der Cluster wieder heil ist. Man muss sich also schon überlegen, dass man die Einzelteile dann da richtig zusammensteckt. Und das ist schon schwierig genug. Sowas wie ein Zookeeper oder ein Consul oder etc. selbst korrekt zu schreiben, ist dann ein noch größeres Stück Arbeit. Und im Mittel klappt das nicht. Was man bauen muss, ist ein Control System. Und das ist was anderes als ein Web System. Ein Control System hat in seiner Paxos Domain den Sollzustand des Systems verzeichnet. Also diese Knoten sollen da sein, auf diesen Hardware Nodes, mit diesem Netz und was auch immer. Und es ist ein Ist-Zustand da. Und der Ist-Zustand, der wird nicht eingetragen von irgendwas, sondern die Dinge, die da laufen oder konfiguriert sind, prüfen sich selbst, in welchem Zustand sie sind und melden den dann. Und wenn der Sollzustand vom Ist-Zustand abweicht, dann hat man einen Zustandsübergang. Der Zustandsübergang triggert eine Aktion, wie zum Beispiel erzeuge ein Netz oder bereite da ein Image vor oder attache ein Volume an die VM oder boote das Ding. Und der Check passiert dann in der Komponente selbst und die Komponente meldet dann den tatsächlichen Ist-Zustand. Das kann ja auch mal fehlschlagen. Das Mounten von so einem Volume geht nicht, weil das Netz nicht da ist oder ähnliche Geschichten. Und wichtig ist, dass der Ist-Zustand durch Messung erzeugt wird und nicht, dass ich einen Write mache irgendwie über das Netz. Mein Agent soll das tun. Und ich trage dann an der Kontrollzentrale ein, ich habe den Befehl dafür gegeben, das wird schon passiert sein. Ja, das ist so ein klassisches Websystem. Das ist so, wie OpenStack jetzt funktioniert. Und das ist beweisbar kaputt. Ja, sondern in dem Moment, wo man sowas baut hier, kriegt man ein System, das selbstregulierend ist. Und wenn es dann nach drei Versuchen feststellt, dass es auf dieser Hardware-Note ums Verrecken das Volume nicht attached kriegt, dann ist es vielleicht schlau, das erstens aufzugeben, zweitens einen Fehler zu signalisieren, drittens diese VM woanders neu zu starten und viertens die ganze Hardware-Note mal leer zu migrieren und für Reparatur zu flaggen, damit da jemand dem Ding mal mit einem Vorschlaghammer eine Neuinstallation verpasst oder sowas in der Art, weil die ist vermutlich schimmelig. Und das ist alles das, was OpenStack zurzeit nicht ist. Das ist überaus frustrierend. Das heißt, selbst wenn man es dann zum Laufen kriegt und selbst wenn es bei schönem Wetter gut funktioniert, die meiste Zeit ist schönes Wetter und es funktioniert echt gut, wenn es funktioniert, ist es so, dass man es trotz allem niemals in einen Zustand bekommt, der aus operativer Sicht wünschenswert ist, weil es halt weil die Konstruktion falsch ist. Und ich wünschte, mehr Leute würden das verstehen, dass mehr Leute würden was über verteilte Systeme verstehen, aber offensichtlich ist das ein sehr schwieriges Thema. Das bringt uns dann auch nochmal hierzu. Distributed Anything und Performance, weil alle möglichen St. Oberholz-Hipster sind gerade dabei, ihr Zeugs auf Microservices umzustellen. Das heißt, die bauen sich einen riesigen Haufen an Network Traversals. Ja, ich laufe hier und schicke über das Netz einen Request dahin und der kommt dann vielleicht an oder auch nicht und der wird dann vielleicht innerhalb des SLA beantwortet oder später. Weil die Leute alle keine Ahnung von Distributed Anything haben, nehmen sie solche Sachen wie Pakete gehen verloren, es kommt zu einem Disconnect, es kommt zu einer Netzwerkpartition, als erstmal nicht Probleme war und ignorieren das. Es ist ja auch schon schwierig, ein solches verteiltes System überhaupt mal zum Laufen zu bringen. Und das unter widrigen Umständen, wenn es sich unkonfiguriert am Laufen zu halten, ist noch viel schwieriger. Das verschieben wir mal auf später und es ist dann nie. Warum werde ich jetzt an Korba erinnert? Zum Beispiel, das ist ja auch kein neues Problem. Ja, 2005 Korba hat dasselbe wie 2015 REST, natürlich. Ja, und dann noch alles mit SSL, damit noch eine State Engine mehr da drin sitzt. Selbst wenn es funktioniert und wir diese Probleme nicht haben, haben wir mit mal Durchsatzprobleme, weil diese ganzen Netzwerkstängel ja entweder weggequotert sind oder gegenseitig um Ressourcen konkurrieren.
Und wir haben Jitter, weil sie nicht alle gleich schnell sind. Und dieser Jitter hat die unangenehme Eigenschaft, sich manchmal zu so Monsterwellen aufzuschaukeln. Das heißt, wir haben eine Performance, die liegt im Average hier und im Median hier, weil irgendwelche Ausreißer sind, die hier sind. Ja, und diese Ausreißer hier, die sind aber dann nachher das, was die Kundenperformance prägen, weil sie in der Erinnerung bleiben. Microservices oder verteilte Dienste sauber hinzukriegen, ist schwierig genug, dass man das schlauerweise sein lässt. Außerdem stellt man fest, weil wir hier so einen Haufen Network Traversals haben, stapelt sich der ganze Kram auf und passiert schön hintereinander, immer mit der ganzen Latenz und den Stragglern und den sonstigen Kram da drin. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine asynchrone API. Da sind wir so im Node.js-Reich irgendwie. Und wenn man dann sowas hat wie PHP, dann spielt man halt nicht mit. Dann kommt es immer mal wieder vor, dass irgendwie das Netz ruckelt oder so ein Microservice ruckelt. Das heißt, wir haben Straggler, die brauchen länger. Da wäre es dann zum Beispiel sinnvoll, den Call zu timeouten oder das Ganze von vornherein idempotent zu gestalten und den Call ein zweites Mal an eine andere Service-Instanz abzusetzen. Implementiert natürlich auch keiner, würde aber sehr helfen. Ja. Und gefühlte Performance von dem ganzen Ding ist halt wesentlich schlechter als die Performance der Einzelkomponenten, weil gerade die Fehler und Probleme an dieser Stelle dazu neigen, sich miteinander zu multiplizieren. Das heißt, ich kriege nicht lineare Performance, ich kriege nicht lineare operative Komplexität und am Ende ist alles schlimm. Wenn ich das nicht machen muss, sollte ich das besser lassen. Das bringt uns zum Schluss. Da ist der TLDR. Virtualisierung ist High-Density Computing. Was ich vorher auf zwei Racks oder zwei Drittel Racks verteilt habe, habe ich jetzt in einer Karre. Jetzt mache ich mir Rackweise das Data Center mit dieser Dichte voll. Das heißt, was jetzt zwei Racks sind, waren früher 30 oder so. Das ist nicht billiger, nur anders. Ich muss jetzt mein ganzes Geld ins Netz stecken, damit ich adäquat Netz habe für das, was ich da gebaut habe. Ich muss mein Netz abreißen und neu bauen, weil wenn an irgendeiner Stelle Oversubscription oder Engpässe sind, dann bläst mir mein Cluster die Switches aus den Halterungen. Und das Thema SDN ist noch weitgehend unbearbeitet und da gibt es noch echt viel zu tun. Insbesondere ist das Thema SDN wahrscheinlich so schwierig wie alle anderen Themen in diesem ganzen Themenkomplex zusammen. Ja? Infrastruktur als Code ist total cool. Also an einem guten Tag mit OpenStack zu arbeiten, macht extrem Freude, weil man sich einfach irgendwie ausdenkt, wie Sachen auszusehen haben. Und dann seine Hardware sagt, konfigurier dich, du Sau, und dann macht die das. Also automatisierte Provisionierung. Die ganzen Entwickler stehen total drauf, die fahren sich halt irgendwelche Dinge hoch, lassen da ihre Tests durchlaufen, blasen das alles wieder weg und das Ganze dann in der Schleife bei jedem Commit. Das macht super Laune. Aber das, was die bauen, das ist sichtbar deformiert dadurch, dass die ganze Konfiguration typischerweise, wenn man nicht gerade in der Schokoladenfabrik arbeitet, Netzinsuffizienz hat. Also zum Beispiel auf einem Volume, das aus dem Netz kommt und verrecken nicht genug F-Syncs und Commits pro Sekunde hinbekommt. Und dann kommen so Sachen zustande wie ein Elasticsearch, das eigentlich ein Log-Structured Merge ist und überhaupt gar keine Probleme hätte zu schreiben, aber dann alle per Default alle 5 Sekunden einen Sync macht oder sowas. Das ist für jemanden, der nicht aus so einer Cloud-Welt kommt, sondern noch mit richtiger, echter Hardware zu tun hat, eine total unlogischer Default. Und wenn man sich mal die Amazon-Deployment-Instruktionen für Aerospike anguckt und nicht weiß, wie die Performance von Amazon EBS Volumes ist, dann bleibt man mit einem einzigen großen WTF im Gesicht sitzen. Und Microservices Distributed Anything, das ist zu schwer für dich, lass es sein und mach den ganzen Kram nur, wenn du absolut gezwungen bist, das zu machen. Wenn du es richtig machst, hast du immerhin noch eine ganze Menge Overhead, aber du machst es eh nicht richtig und das heißt, du bindest hier noch eine ganze Menge operative Komplexität und Schmerz und Leid an die Backe, die du eigentlich nicht willst. Fragen. Wo kann ich dein Best Practice Dokument runterladen? Das ist alles, was ich habe hier, das als Best Practice Dokument. Ich werde das aber hochladen und so wie ich die Froschkorn-Leute hier kenne, steht in 15 Minuten auch der Talk auf YouTube. Das heißt, alles wird gut. Das Best Practice Dokument lebt ja auch, ne? Das lebt auch, ja. Jedenfalls, solange ich, ja.
Die Frage war, ob ich was zu switchen sagen kann. Ich bin kein Netzwerker. Ich bin auf der Netzwerkseite wissend genug, um gefährlich zu sein. Das heißt, du unterhältst dich besser mit einem richtigen Netzwerker und nicht so einem Fernsehnetzwerker wie mir. Das Problem ist eigentlich nicht die Hardware. Switches kannst du kaufen. Das Problem ist die Control Plane, die zentralisierte, die man haben möchte. Und da gibt es halt, was immer in der Schokoladenfabrik läuft, da reden die nicht wirklich drüber. Und dann halt, was ich so gezeigt habe, und Open vSwitch, das lässt man besser sein. Ja, das ist ein netter Proof of Concept, das läuft vielleicht, wenn man Glück hat, mit einem Rack voll Zeugs, aber wenn das zweite Rack dazukommt und man den Cross-Rack-Traffic hat, dann geht man da zwangsläufig sterben. Da muss man erst einmal seine Hardware richtig zusammenstecken und dann muss man was installieren, das von Leuten gemacht worden ist, die Netzwerker sind und keine Webprogrammierer, damit es funktioniert. Ja? Es ist wichtig, eine Source of Truth zu verwenden, also etwas, das ein Konsensprotokoll fährt und Reihenfolgen definiert. Wenn dein Zookeeper dich anschmollt oder dein etcd oder Konsul, dann deswegen, weil entweder dein Netz instabil ist, also du wirklich ein Problem hast, oder weil du das Ding nicht sauber konfiguriert hast. Das Nein, wenn das Ding korrekt läuft und korrekt konfiguriert ist und sagt net, dann kannst du nicht überleben, weil dein Netz im Arsch ist und es ist besser, von der Installation die Finger zu lassen. Wenn es net sagt und das Netz ist nicht wirklich kaputt, dann ist es falsch konfiguriert. Ja? Also das hat schon seinen Grund. Das ist wie Leute, die sich darüber beklagen, dass ihr MySQL sich hinschmeißt, nachdem sie von MyISAM auf InnoDB umgezogen sind, weil sie ihre Datenbank auf Servern ohne ECC-RAM laufen lassen und das InnoDB mit seinen InnoDB-Checksum plötzlich RAM-Fehler findet. MySQL ist kaputt. Nein, deine Hardware ist scheiße. Und das ist hier nochmal genau dasselbe. Ja? Es ist nicht Zookeeper kaputt, es ist vermutlich dein Netz im Eimer oder deine Konfiguration ist scheiße. Und distributed anything is hard, das ist wahr. Weiter. Dankeschön.